Ganz tief im Dunkeln, so finster die Nacht. Tausend Gedanken um den Schlaf gebracht. Was war denn gestern, was wird morgen sein? Du bist wie immer mit der Angst allein. So, wirklich herzlich willkommen zur 15. Montagsharmonie, zur 15. Montagsdemo hier in Klagenfurt bei der Pestsäule am Alten Platz. Ich will gleich mal alle Neuen begrüßen, die was neu heute da sind. Wirklich einen großen Applaus für alle Neuen. Super. 15. Montagsharmonie, was heißt das Montagsharmonie? Jeder, was neu ist, was gerade zuhört, muss wissen, in 120 Städten im deutschsprachigen Raum finden jeden Montag Montagsdemo statt zu Themen. Also wir stehen auf als Volk, als mündige Bürger für Frieden. Wir demonstrieren nicht gegen etwas, sondern wir stehen auf für einen Frieden, für einen Weltfrieden, für eine Gerechtigkeit, für eine Wahrheit, die was jetzt überall hin muss einfach. Für das stehen wir da und das ist ganz wichtig. So. Bei uns ist es so, es ist offenes Mikrofon, aber dass wir die Themen so ein bisschen durch der Reihe irgendwie eine Regelung haben, geht der Max jetzt um. Der Max, wink kurz. Wo ist der Max? Und man kann sich bei ihm melden mit einem Thema und eben dann er schreibt es auf. Wichtig ist, für alle, die was jetzt schon ein paar Mal geredet haben, will jetzt nicht, dass ihr nicht mehr redet, sondern es sind schon so oft die gleichen Themen gewesen. Wir wollen einmal was Neues hören, sage ich, obwohl wirklich die Themen immer wichtig sind, aber nicht, dass immer wieder das Gleiche kommt, das ist einfach wichtig. So, dass dann jeder rankommen kann einmal, genau. Heute haben wir ganz was Besonderes, um 19 Uhr haben wir wieder eine Live-Übertragung direkt von der Ukraine. Da hören wir etwas vom Friedensradio von der Journalistin Olga Katsaros. Sie hat in Leipzig studiert, ist direkt live von der Ukraine, berichtet dort, was da wirklich passiert. Und das ist wirklich das Wichtigste, weil es ist zurzeit, finde ich, der Brandherd der Nationen Ukraine. Und das wird sehr, sehr interessant. Jetzt sage ich es nochmal für alle, was es nicht gehört haben. Um 19 Uhr haben wir eine Live-Übertragung von einer Journalistin direkt aus der Ukraine, vom Brandherd der Nationen, wo wirklich ganz viel passiert zurzeit, wo wir wirklich hören, was passiert wirklich dort, was geschieht dort. Also ich freue mich schon sehr, um 19 Uhr wird die Live-Übertragung sein. Für jeden, der was auch draußen steht, ist wichtig, jeder hat die Selbstverantwortung für das, was er redet. Genau. Ich habe mich gestern wieder neu informiert. Bei mir ist das immer so, ich schaue nicht nur in die Zeitung, ich schaue nicht nur die Nachrichten, sondern ich schaue auch Stimmen, die was andere Dinge bringen, zum Beispiel Klagemauer TV, oder ich lese die Stimmen und Gegenstimme S&G, die kann man da mitnehmen, da beim S&G-Kiosk. Und das ist total wichtig, dass man eine Gegenstimme hat. Das braucht man jetzt, dass man wirklich mündig ist, dass man, ich sage einmal, aufwacht aus dem Wahnsinn, der was zur Zeit läuft. Ein großer Schlaf ist einfach da, der was wirklich bewusst gesteuert wird, sage ich schon fast. Und ich habe mich gestern wieder informiert, eine Gegenstimme. Und da habe ich gelesen eben, die Weltbevölkerung soll auf 500 Millionen Einwohner reduziert werden. Da habe ich gedacht, gewaltig, wer schreibt das? Irgendeine Verschwörungstheorie vielleicht? Na, ich habe weitergelesen und da gibt es die sogenannten Stones, also die Guidestones von Georgia. Das ist ein großes Monument, das was in Amerika steht. Und das sind große Tafeln, ein paar Meter hoch, da wo oben steht, ganz deutlich in, glaube ich, in 12 verschiedenen Sprachen, die Weltbevölkerung soll auf 500 Millionen Einwohner begrenzt werden, also reduziert werden. Es steht da oben, eine überlegte Reproduktion der menschlichen Rasse soll herbeigeführt werden. Die Beherrschung von Leidenschaften, Glauben und Tradition. Die Herrschaft einer Weltregierung über die einzelnen Nationen. Also solche Dinge stehen da oben. Da habe ich mich wirklich gefragt, wer schreibt sowas? Warum ist das öffentlich? Warum wird das nicht verboten? Und man kommt dann drauf, wo man so nachforscht, wer finanziert das? Da kommt man auf einmal auf ein paar Familien, da wo viele sagen, die was die Welt beherrschen. Und da habe ich mir echt gedacht, gewaltig. Ein paar Familien beherrschen die Welt, die haben so einen Plan vor. Und dann habe ich mir so gedacht, stimmt das echt? Kann das sein? Und da habe ich ein Zitat gefunden.
von Karl Friedrich von Weizsäcker. Er schreibt da: Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielter Hungersnöten und Kriege. Also eine bewusste Reduzierung mit Hungersnöte, mit Kriege und so weiter. Das sind mir eingefallen, das Thema Chemtrails, Impfungen, Mobilfunk und so weiter, was wir da immer hören. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir da die Montagsthema haben, wo Menschen da stehen, die was zu Themen reden, was man oft nicht hört. Auch zu so einem Thema, wo man das auch oft nicht verstehen kann. Aber es ist auch eine Gegenstimme, informiert euch selber, was da passiert, was da läuft. Weil wir stehen da wirklich Dingen gegenüber, die was nicht mehr normal sind, Menschen gegenüber, die was auch nicht mehr normal sind. Und da braucht es eine Menschen, die was heute da stehen, das 15. Mal wieder da stehen, treu sein. Ich glaube, das ist das, was es jetzt braucht, um gegen diesen Wahnsinn anzukämpfen, um gegen diesen Wahnsinn aufzustehen, dass man sich vernetzt, treu vernetzt, von Hand zu Hand am besten. Wir machen mal das mit der Stimme und Gegenstimme. Das hat für mich am meisten Kraft. Und auch, dass man da steht bei der Montagsthema, bei der Montagsharmonie und Dinge anhört und nicht so, wie die meisten Menschen einfach alles schluckt, was angeboten wird. Mir ist es beim Oberfahren auch so gegangen, wie bei der Titanic. Ich habe den Film Titanic ein paar Mal angeschaut. Da muss man auch wissen, der Film Titanic ist ja wirklich auch eine gefälschte Sache. Da gibt es auch Gegenstimmen, die was sagen, es ist alles ein bisschen anders abgelaufen. Aber wenn man denkt auf den Film Titanic, da war alle, also haben gelebt, sie haben gut gegessen, es hat alles super gepasst. Und keiner hat geglaubt, es wird irgendwo was passieren. Und auf einmal hat es einen Rumpler gemacht. Und da sage ich, das war jetzt Ukraine, der Rumpler war Ukraine. Und dann ist es noch weiter gegangen, keiner hat sich was gedacht. Und die Reichen, die paar reichen Leute sind einfach abgehauen mit den Booten und der Rest ist untergegangen, komplett gewaltig. Und das können wir so umlegen, wenn es wirklich so weit entbrennt jetzt zu einem dritten Weltkrieg, weil ich habe gelesen, die reichsten Familien, die haben schon Städte im Untergrund, wo sie sich dann zurückziehen. Und wir können dann da sein, es wie die Viecher und werden ausgerottet. Und das wollen wir nicht. Und für das stehen wir auch da. Wir sagen Nein zu dem, wir sagen Nein zu den Kriegstreibern und wir sagen Nein zu den Menschen, die so eine Dinge vorantreiben. Also das Mikro ist offen. Hallo, grüß euch. Mein Name ist Roman 2.0 und es ist eine Utopie zu glauben, es geht weiter wie bisher. Vielleicht noch zwei Sätze zu meinem Vorredner, Markus. Das Zurückziehen von den Reichen bzw. Von der sogenannten Elite ist zwar gut und schön, aber auch wenn sie diese unterirdischen Städte haben oder haben sollten, es gibt reichliche Belege dafür, das braucht man nicht mehr glauben, das ist einfach so, werden sie trotzdem ohne der Natur maximal 5 bis 7 Jahre überleben. Also das sollten sie sich gut überlegen, ob sie das machen. Ja, ich habe mal diese Woche, bin ich fast jeden Abend gesessen und habe mal was Neues überlegt, nämlich wie jeder aktiv werden kann, und Lösungen, die man tatsächlich umsetzen kann. Und da ist einiges eben noch nicht gefallen. Und ja, mit dem werde ich ganz einfach mal anfangen. Wenn jemand fragt, was man tun kann, dann kannst du Folgendes antworten. Nachdem die Menschen langsam aber sicher erkennen, dass wir so nicht weitermachen können, stellt sich immer öfter die Frage, was man tun könnte, um die Dinge wieder gerade zu rücken. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, um eine Liste zu erstellen der möglichen Veränderungen und Lösungen, die der Mensch beginnen kann, positiv auf die Welt zu wirken, um eine weitere vernichtende Entwicklung der Menschheit entgegenzuwirken. Auch wenn ich glaube, dass Politik systembedingt machtlos ist, hoffe ich, dass sich dies in Zukunft ändert. Du musst nicht meiner Meinung sein. Doch wenn man alternative Gedanken zulassen kann, ist man am besten Weg, über sich hinauszuwachsen. Was soll ich tun? Ich bin nur ein Einzelner und kann nichts bewirken. Die Liste der Möglichkeiten, sich dem System zu entziehen. Grundsätzliches. Fang an zu überlegen, was du wirklich alles benötigst. Mach eine Liste, bei der du all die Dinge aufschreibst, die du hast und für die du Geld nachschieben bzw. dafür arbeiten, sprich, dich für das derzeit herrschende Regime dich versklaven musst. Reduziere deine gemachten Wünsche
auf deinen tatsächlichen Bedarf oder Bedürfnisse. Lass dich nicht von der Werbung verleiten oder manipulieren. Und glaube nicht alles, was man dir sagt. Überprüfe es und hör dir in jedem Fall auch die Gegenseite an. Verlauf dich nicht in Götzenanbetungen, Gurus, Heilige oder Menschen, die immer wissen, was angeblich gut für dich ist. Beginne nicht nur logisch, sondern auch nachhaltig zu denken und versuch den Glauben an irgendetwas zuerst mit der Realität zu vergleichen. Technik. Ich habe das in mehreren Sparten unterteilt, um das besser nachzuvollziehen. Manche Sachen kennst du davon eh schon, wie zum Beispiel entferne alle Geräte, die im Standby-Modus laufen, nach Benutzung von Strom. Mit jedem Verlängerungskabel mit mehreren Steckern gibt es auch den Ein- oder Ausschalter. Ein TV-Gerät brauchst du im Grunde nicht mehr. Beginne Gesellschaftsspiele zu spielen, lade deinen Nachbarn auf einen Spieleabend ein, das schafft Gemeinschaft und neue Freunde. Es gibt bereits viele Solar-Ladegeräte für das Handy. Eines hat zum Beispiel heute der Oliver mit. Ist echt toll und innovativ. Gibt es auch für Navi, den Laptop und so weiter, die schon sehr günstig sind. Es gibt bereits auch Radios, Lampen und auch viele andere Gadgets, die man mit Solar oder einer Kurbel lange zum Laufen bringen kann. Schau ins Internet und erkundige dich. Im Outdoor-Bereich gibt es sehr gute Solaranlagen, zum Beispiel aus der Schweiz. Bedenke, dass du nicht immer den neuesten Computer, sprich grüne Technologie, als Alternative, das neueste Handy, achte auf Wiederverwertbarkeit oder die neuesten Klamotten, achte auf Naturbelassenheit, benötigst. Menschen, die dir zeigen, was sie haben, magst du vielleicht eh nicht. Oder sie mögen dich nicht. Kauf keine Dinge, die du dir nicht leisten kannst, siehe Kredit oder Schulden. Verwende das Handy so wenig wie möglich. Es wurde bereits nachgewiesen, dass die Strahlen Krebs verursachen können. Bedenke, dass die Mobilfunkanbieter alles tun, um das Gegenteil zu beweisen, weil sie sonst ihren Job in Gefahr bringen würden. Sie nichts zulassen, was dagegen spricht. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, den man dazu wissen muss. Verwende wieder aufladbare Batterien, eventuell in Verbindung mit Solar. Verwende keine Energiesparlampen, nachgewiesen giftig. Gibt sehr viele Informationen im Internet dazu. Sondern herkömmliche Glühbirnen oder LEDs und schalte das Licht aus, wenn du es nicht brauchst. Verwende ausschließlich Technik, die kaum Ressourcen verbraucht. Stichwort freie Energie. Da gibt es schon sehr, sehr viele Themen im Internet. Kauf keine Produkte, die zu viel Energie oder Wasser bei der Herstellung verbrauchen. Repariere Geräte selbst oder mit kompetenter Hilfe. Schmeiß sie nicht mehr weg. Mache ich mittlerweile auch schon seit 3 Jahren. Es funktioniert hervorragend. Ich habe sogar einige Geräte schon gefeatured, aufgrund des angeeigneten Wissens. Hier sei zum Beispiel die gemeinwohlorientierte Firma RUSZ genannt, RUSZ genannt. Stichwort geplante Obsoleszenz. Ist auch ein sehr großes Thema. Konsum und geplante Obsoleszenz gehen Hand in Hand. Somit ist klar, dass wir für die Müllhalde produzieren. Laut Statistik wandert jedes gekaufte Produkt nach 6 Monaten im Müll. Es gibt heute Produkte, die lange, und dann ist halt die Frage, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. So sollten wir sicher nicht damit umgehen. Es gibt heute Produkte, die lange halten und auch fast wieder zu 100% verwertbar sind. Stichwort Cradle to Cradle. Also von der Wiege bis zur Bahre. Steige aus herkömmlichen Stromanbieterverträgen und wechsle zu Ökostrom. Nächster Punkt wäre Essen. Das ist ein sehr großes Thema. Koch dein Essen nicht in der Mikrowelle, weil sie auch dort noch die letzten verbleibenden Vitamine und Mineralien vernichtet werden. Nimm dir Zeit zum Kochen und Zeit zum Essen.
lade deine Freunde zum gemeinsamen Kochen und Essen ein. Das schafft Gemeinschaft. Kauf nur noch regional oder Bio. Auch wenn angebliche Studien besagen, dass Bio nicht viel gesünder sein soll als konventionelle Nahrung, sie ist zumindest nicht mit Chemie versetzt und keiner weiß, wie dauerhaft Chemiezufuhr sich auf den Körper auswirkt. Die Gesellschaft ist schon krank genug. Mach dein Essen selbst und nimm es zur Arbeit mit. In Fastfood stecken Inhaltsstoffe, die nicht deklariert werden müssen. In Restaurants bekommst du mittlerweile nicht nur zur Hälfte Fertigfutter, sondern auch die Hygiene lässt in vielen Betrieben zu wünschen übrig. Glutamat und andere Geschmacksverstärker lassen dich im Glauben, es würde schmecken. Spar dir das Geld und geh weniger auswärts essen. Aber in ein Restaurant, wo du sicher sein kannst, dass das Essen frisch zubereitet wird und frei von Chemie ist. Auch da wieder, das Geld zwingt uns dazu, dass einfach minderwertige Ware gekauft wird und das so teuer wie möglich verkauft wird. Das habe ich auch schon mal gesagt in meiner Rede. Man muss sich nur bewusst darüber sein, wenn die Firmen könnten, dann würden sie das Billigste hernehmen und das Teuerste verkaufen, was sie schon machen. Ja? Also wenn es keine Gesetze dafür gäbe, dann würden sie uns Dreck verkaufen. Reduziere den Milchkonsum. Bis heute ist nicht erwiesen, dass Milch tatsächlich gesund ist. Bedenke, dass 2/3 der Menschen Milch nicht verträgt. Was dir klar werden sollte, dass dies keine Intoleranz ist, sondern eine Unverträglichkeit gegenüber zur Muttermilch einer komplett anderen Rasse. Ist das noch normal? Also der Mensch ist dafür geschaffen, dass er die Muttermilch in den ersten Monaten oder Jahren bekommt. Und das war's dann. Ja? Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, von einer anderen Rasse, von einem Zweihufer, von einem 600 Kilo schweren, wo wir den noch zusätzlich vergewaltigen müssen, damit heute 18 Liter von der Kuh kommen, statt wie früher 6 Liter. Es ist einfach irre. Noch dazu leiden die Kühe und deren Kälber unter der menschlichen verursachten Qualen und werden mit Medikamenten schmerzlich hochgezüchtet. Nüsse und Gemüse enthalten genauso viel Kalzium, wenn nicht sogar mehr. Die angeblich probiotischen Joghurts bestehen aus Darmbakterien, Kotelementen im Joghurt. Das brauchst du nicht. Die meisten Joghurts sind alle mit Hefepilzen angereichert, die man im Müll findet. Vermeide kommerziellen zuckerfreie und zuckerhaltige Getränke oder Süßstoffe. Zuckerfreie Produkte enthalten alle Aspartam, auch genannt Nutrasweet. Weiters sollte man sich auch davor schützen, MSG oder PCB. Plastik und sämtliche E-Nummern, die auch nicht deklariert werden müssen. Eine Alternative dazu wäre Stevia, wobei auch hier es mit Vorsicht zu genießen ist. Außerdem löscht reines Wasser den Durst viel besser als jedes Süßgetränk. Wasser aus der Flasche ist eines der größten ökologischen Verbrechen. Wasser aus der Leitung ist billiger und nicht ungesünder, dafür ökologischer und ökonomischer. Gehe bitte mit Wasser sorgsam um und verschwende es nicht. Fleisch. Fleisch ist zu einem industriellen Massenprodukt geworden. Wenn du schon nicht auf Fleisch verzichten kannst, dann versuche es wenigstens so weit wie möglich zu reduzieren. Es gibt hervorragende Ersatzprodukte aus Soja, Mais, Weizen und so weiter. In der Schweiz gibt es zum Beispiel Telekorn, bei dem du Schnitzel, Bratwurst und andere Dinge bekommst, die herrlich schmecken und rein pflanzlich sind. Zu viel Fleischkonsum ist generell schädlich. Und wenn man daran denkt, wie die Tiere mit Medikamenten versetzt sind, da kann einem nur das Grausen kommen. Also für mich ist heute jeder Feinkostladen ein Leichenschauhaus. Meide in jedem Fall Fastfood. Fastfood und Fertiggerichte sind nicht nur teilweise gentechnisch verändert,
sondern mit Unmengen an Glutamat und anderen Geschmacksverstärkern vollgepumpt. Verwende kein Jodsalz, sondern Meersalz oder dieses orange Himalaya-Salz, welches zwar nicht von dort stammt, aber besser ist. Es wird zu viel jodiert und Jod ist bekanntlich auch ein Gift. Wirf kein Essen weg. Früher haben wir sogar aus hartem und altem Brot gutes Essen gemacht. Schlusssatz. Wir könnten durch die heutige Technologie in der Landwirtschaft locker sofort Nahrung für 12 Milliarden Menschen produzieren. Menschen verhungern nicht, wir ermorden sie kollektiv. Nahrungsmittel und hygienische Alternativen. Gerstengras ist eines der wirkungsvollsten Lebensmittel überhaupt. Interessante Informationen dazu findest du noch im Internet. Der Moringa-Baum ist einer der nützlichsten und vielseitigsten Pflanzen, die es gibt. Er gedeiht fast überall und man kann von den Wurzeln bis zu den Blättern alles verwerten. Statt Zahnbürste und Zahnpasta, wo auch wiederum Fluorid enthalten ist, sprich ein Rattengift, wird für Rattengift verwendet, könnte die Misswackwurzel verwenden. Baut Aronia an. Diese Beere ist ein regelrechtes Kraftpaket. Fluoridfreie Zahnpasta. Einzelne Firmen bieten diese an. Es gibt mindestens 10 ökologische Alternativen zum chemischen Waschmitteln. Eine davon sind Waschnüsse. Fantastische Recycling-Ideen findest du in Masse im Internet. Reinigungsmittel selber machen. Für Frauen gibt es auch die Menstrual-Cup oder Moon-Cup als Alternative. Achte auf chemiefreie Kleidung. Und eines möchte ich heute auch noch anbringen. Ich habe heute eine Dokumentation gehört über AIDS und auch da ist wieder nicht gefallen, dass das AIDS nicht bis heute nicht isoliert werden konnte und auch kein einziges Foto davon gibt von dem Virus. Und das Zweite ist, ich richte mich jetzt mal an die jüngeren Mädchen von euch, überlegt bitte bei der Pille. Die ist reines Gift und was die mit eurem Körper anstellt, das ist Wahnsinn. Das sind Hormone drin, die euch einfach körperlich komplett verändern. Und nicht nur das, ihr scheidet die wieder aus, das geht ins Wasser und das kann man nicht reinigen. Das geht einfach nicht mit den heutigen Mitteln. Transport. Wenn du das Auto eigentlich nicht brauchst, vor allem meist in den Städten, verzichte drauf. Es kostet nicht nur Unmengen bei der Anschaffung, Versicherung, Steuer, Treibstoff, Wertverlust, Reparatur, sondern Autofahren kann sehr die Nerven belasten. Andere und dich verletzen und töten. Genauso auch beim Motorradfahren oder Moped. Steig um aufs Fahrrad oder geh zu Fuß. Es hält dich fit und macht Laune. Wenn du aufs Auto teilweise nicht verzichten kannst, dann benutze das Carsharing. Heute gibt es schon tolle Internetseiten dafür, die das wirklich leicht ermöglichen. Zugfahrten kann sehr interessant sein. Man kann andere Leute kennenlernen oder gar die Liebe deines Lebens. Bezahle keine CO2-Kompensationen. Sie werden sinnlos zweckentfremdet. CO2 ist das, und jetzt quasi der Gegenpol dazu, CO2 ist das, was der Mensch ausatmen. Soll das die Erklärung für die Zerstörung der Ozonschicht sein? Kurz bevor das Patent von FCKW abgelaufen ist, wurde es von den auftraggegebenen Wissenschaftlern verteufelt. Warum wohl? Wenn CO2 dafür verantwortlich ist, warum zerstören wir kollektiv hektarweise Urwald? Warum beginnen wir nicht über uns, unser Konsumverhalten nachzudenken? Medizin. Entscheide, ob du eine Chemotherapie brauchst oder haben willst. Es ist nachgewiesen, dass die Chemotherapie den Krebs vergrößert. Und wenn nicht vergrößert, dann greift diese auch alle anderen, also gesunden Zellen auch an. Es gibt aber bereits selbst
Heilungskräfte, die man auf natürliche Weise unterstützen kann, wie zum Beispiel Löwenzahn oder Brennnesseln. Die Aronia-Beere wäre zum Beispiel hier auch genannt, dann MMS und so weiter. Da gibt es viele alternative Möglichkeiten. Die Schwarzsalbe, die aus natürlichen Zusatzstoffen entsteht oder natürlichen Inhaltsstoffen, die verboten wurde. Ärzte sind bestechlich. Medikamente, die sie dir verschreiben, sind oft von ihren Sponsoren gefördert. Oder warum freut sich die Pharmaindustrie mit einem großen Artikel in der Zeitung, dass sie den doppelten Umsatz wie im Vorjahr gemacht haben? Ärztefusch nimmt immer mehr zu, wird aber weder geahndet noch bestraft. Wehr dich dagegen. Glaube aber nicht jedem Heilerversprechen oder angeblichen Heiler. Versuche auch die Alternativmedizin. Die allgemeine Medizin behauptet, als einzige heilend zu sein, obwohl sie von Profitdenken schlimmstens unterlaufen ist und seit der Erfindung des Aspirins kein nennenswertes Ergebnis mehr hervorzubringen hat. Ständig werden wieder Medikamente vom Markt genommen oder gar verboten. Erinnere dich an Contagan. AIDS ist keine Krankheit, sondern ein Symptom, das ständig um neue Krankheitsbilder ergänzt wird. Falls du einen Test machen solltest, dann wiederhole ihn unbedingt, falls man bei dir AIDS diagnostiziert hat. Vor allem lass dich nicht gehen und versuche auf natürliche Weise dein Immunsystem wieder in Gang zu bekommen. Lass dich nicht auf medizinische Experimente ein. Impfungen sind brandgefährlich. Sei kein Versuchskaninchen. Impfgeschädigte findet man zuhauf im Internet. Nimm mit diesen Menschen Kontakt auf, um dich selbst davon zu überzeugen. Eines habe ich jetzt total vergessen am Anfang. Ich wollte eigentlich heute zum ersten Mal meine ganz, ganz liebe Familie grüßen. Nämlich meine Frau, die Christina. Hallo. Meine drei Söhne. Das ist der Roman, der Größte. Der Xandi und der Kleinste in unserer Familie ist der Stefan. Hallo, grüße euch. Gut, Versicherungen. Versicherungen sind nur Augenauswischerei, teils Pflicht, teils freiwillig. Reduziere diese Versicherungen auf ein Minimum. Du brauchst weder eine Lebensversicherung, geschweige denn eine private Krankenversicherung, Tierversicherungen oder sonst noch etwas. Beginne dir selbst zu vertrauen. Du zahlst zu viel an die, die am Ende dich billig abspeisen. Solange es sich an dem System nichts ändert, reichen die private Haftpflicht und die Haushaltsversicherung. Eine tiefere lohnt sich nicht. Im Internet gibt es einen hervorragenden Vortrag zu finden unter kapitalvernichtende Lebensversicherungen. Arbeit und Staat. Jetzt wird es richtig interessant. Die meisten Menschen mögen ihre Arbeit eh nicht oder langweilen sich dabei. Reduziere dies, um nur deine Grundbedürfnisse zu decken. Und verwende deine freie Zeit für schöne Dinge des Lebens oder gewaltfreien Aktivismus. Widme dich mehr deiner Familie und Freunden. Gehe nicht zur Wahl. Es ist unnötig, wählen zu gehen. Denn egal, welche Farbe herrscht, keiner tut etwas zum Wohle der Menschen, sondern ausschließlich für das Kapital. Wir brauchen Menschen und keine Marionetten, die uns regieren. Mit deiner Stimme kannst du da nicht viel ändern. Denn es bestimmen nur wenige über das gesamte Volk, ob du willst oder nicht. Wenn Wahlen etwas bringen würden, wären sie verboten. Und in der amerikanischen Urverfassung, was die wenigsten wissen, waren Wahlen generell untersagt. Warum wohl? Die haben es gewusst. Und Parteien, die tatsächlich etwas bewegen wollen, werden spätestens dann korrumpiert, ausgetauscht oder medial fertig gemacht, wenn sie zu groß werden. Und das sieht man am laufenden Band. Sei es die Grünen, die jetzt wieder für andere Werte stehen, sei es die Piratenpartei
oder sonstige. Die Probleme mit der Stronach-Partei fangen auch schon an. Also man sieht das an jedem Beispiel. Glaube den Populisten kein Wort. Keiner von ihnen will das Beste für die Menschen, sondern nur ihren eigenen Vorteil. Und dazu sind sie gezwungen vom System. Weil sobald sie irgendwas bewirken, stehen sie auf der Abschussliste. Arbeite für Menschen, die dich brauchen und deine Arbeit einen Sinn für den Erhalt der Menschen gibt. Engagiere dich als Volontarist. Arbeite für unsere gemeinsame Zukunft und nicht für das Kapital. Und somit zahle auch keine Steuern. Womit genau das finanziert wird, was wir nicht wollen. Kriege, EU-Subventionen, prekäre Arbeitsverhältnisse und so weiter. Diese Liste ließ sich endlos fortführen. Es scheint, dass wir uns auf eine Misstrauensgesellschaft zu bewegen, wo der Generalverdacht immer stärker wiegt. Jede und jeder scheint verdächtig zu sein. Es wird befürchtet, dass dies vor allem für gesellschaftliche Minderheiten zutrifft. Wenn Begriffe wie Sicherheit und Sicherheitsgefühl wichtiger werden als soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Streitkultur, dann steht es schlecht um die Demokratie. Wenn wir in eine freie Gesellschaft kommen wollen, dann brauchen wir keine Verbote. SOPA, PIPA, ACTA, IBRED, INTECT, CISPA, Vorratsdatenspeicherung und es geht weiter. Lass dich von anderen nicht mehr gegen andere Völker aufhetzen. Und das ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Gib dem Lissabon-Vertrag, ESM und Fiskalpakt keine Chance. Geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen gut. Das ist ein Fehler. Erst wenn es den Menschen gut geht, erst dann kann es der Wirtschaft gut gehen. Logischer geht es wohl kaum. Gut, einen habe ich noch. Zwei. Einmal Geld und Religion. Nimm keinen Kredit auf. Dein Geld kann nicht arbeiten. Oder überziehe nicht dein Konto. Falls du Geld auf der Bank hast, ziehe es ab, um damit Spekulationen mit deinem Geld vorzubeugen. Nicht nur, dass die Banken das Geld aus dem Nichts erzeugen, sondern auch die Zinsen sind reiner Betrug. Kapitalismus hat zur Gänze versagt und scheitert tagtäglich. Man muss nur etwas genauer hinschauen. Früher sind Zinsen unter Todesstrafe gestellt worden. Verweigere dich dem Geld und glaube nicht mehr an deren Macht. Geld ist nur mehr ein Stück Papier, das mit nichts mehr unterlegt ist und das bewusste Instrument, uns Menschen noch mehr auszubeuten. Der Reset-Knopf des Kapitalismus muss dabei unbedingt verhindert werden. Wenn du meinst, unbedingt Geld zu benötigen, dann widme dich den Alternativwährungen oder auch den Leistungsgutscheinen, wie zum Beispiel dem Minuto oder dem Informationsgeld, Regionalgeld, Tauschkreisen, direktes Geldsystem. Hör auf zu spenden. Spenden erhalten das System der Verarmung aufrecht und paktieren mit der Wirtschaft. Siehe WWF oder andere Skandale. Wenn du anderen helfen möchtest, tu es selbst. Nütze deine Ersparnisse, um autonom leben zu können. Denn erst wenn du autark bist, kannst du auch anderen zeigen, wie es geht. Besorge dir alternative Energien, pachte Grundstücke zur Nahrungsanpflanzung oder spende es für Organisationen, deren Ziel es ist, kein Geld mehr zu verwenden. Denn wenn man das System die Energie entzieht und andere dafür stärkt, wird ein Wandel möglich. Unterstütze Initiativen der Demokratischen Bank oder büso.de mit dem Trendbankensystem. Steig aus jeder Spekulation aus. Aktien, Kredite, Bausparverträge, Versicherungen und dergleichen. Und wenn ihr das Geld benutzt, seid euch jeden Tag darüber bewusst, was für Macht ihr mit diesen Stimmzetteln in eurer Hand habt. Es geht nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Es geht darum, dass es uns Menschen und unserer Umwelt gut geht. Letzter Punkt, ich werde dann ein anderes Mal weitermachen. Religion.
Falls du einer Religion angehörst, dann versuche die wahren Werte dieser Glaubensrichtung zu erkennen. Radikalismus gehört da nicht hinein. Wer an die Religion glaubt, der weiß, dass weder der Mammon noch die Zinsen darin erlaubt sind. Das Gute aller und nicht weniger muss in jeder Hinsicht überwiegen. Verschließe dich nicht vor Menschen, die anders denken als du, und predige oder missioniere nicht. Falls du keiner Religion angehörst, beginne an dich zu glauben. Denn niemand gibt dir eine Garantie, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Bedenke, dass ausschließlich Menschen es waren, die Schriften von Gott weitergegeben haben. Das glücklichste Volk der Welt braucht keine Religion. Sie verbindet nicht, sie trennt uns voneinander. Gut, mein Name ist Robert 2.0 und weiter wie bisher ist eine Utopie. Danke. So, jetzt ist es soweit. Es kann jeder wieder ein bisschen herkommen. Live vom Friedensradio eine Journalistin direkt aus der Ukraine, Frau Olga Katsaros. Sie redet über das Thema in der Ukraine. Es wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon sehr. Hören wir einfach zu, was sie zu sagen hat. Bilden wir uns dadurch unsere eigene Meinung und schauen mal, was passiert. Genau. Es muss gleich soweit sein. Für alle, was da jetzt neu rundum stehen, wir sind bei der Friedensmahnwache, bei der Friedensdemo. Jeden Montag um 18 Uhr ist das. Wir haben ein offenes Mikrofon. Bei uns ist das wichtig, dass jeder das sagen kann, was er sich denkt. Es hat natürlich jeder die Eigenverantwortung, was er da redet. Und es ist wichtig, dass man Stimmen hört, die was man oft im Mainstream nicht hört. Und für das stehen wir da. Das ist total wichtig. Wir haben da einen Büchertisch, S&G-Kiosk. Nehmt alles mit, was ihr wollt. Überall die Gegenstimme, es ist alles kostenlos. Informiert euch selber, es ist total wichtig in der Zeit jetzt, wo wir überflutet werden mit so vielen Dingen, dass wir eine Gegenstimme haben, dass wir uns selber informieren können wieder, dass wir Möglichkeit haben, wieder mündig zu werden. Genau. Und ich glaube, jetzt wird es gleich losgehen. Dauert noch kurz. Ihr redet noch weiter. Ja. Die 15. Montagsharmonie haben wir heute. Und das ist total interessant, weil ihr müsst wissen, zum 15. Mal stehen wir da. Zum 15. Mal sind immer Menschen da, die was das machen, die was wirklich für einen Frieden dastehen, in einer Zeit, wo wir wirklich vor Dingen stehen, die was nicht mehr normal sind, wo wir vor einer Kriegsgefahr stehen, wo wir wirklich massiv von Dingen beeinflusst werden, von dem Mainstream, wo wir da als Volk erkannt haben, boah, irgendwas passt da nicht mehr. Und das wollen wir einfach vermitteln, dass es wieder eine Gegenstimme braucht zu Dingen, die was man oft hört in den Mainstream. Bei der Zeitung kann man oft nicht mehr trauen, die Nachrichten auch nicht mehr, weil so viel, wie ich mich informiert habe, werden die alle beherrscht von großen Zensuren sind da drüber einfach. Und ja, und wenn man auch auf den Himmel aufschaut, müsst ihr euch einmal Gedanken machen und beobachten in den nächsten Tagen, das sind oft so Streifen oben. Und dann forscht einmal nach, was das ist, die Streifen, warum dass die Streifen nicht weggehen, sondern sich verbreiten und warum dann gleich einen Tag oder zwei Tage später und Regenwetter ist. Also da sind auch ganz interessante Dinge, was da laufen. Das ist auch schon wieder ein Thema für sich, wo keiner was sagt, wo die Politik schweigt dafür und wo die Leute auch schweigen, wo wirklich, wo die Leute was sagen dagegen, oft mein Autounfall ums Leben kommen oder so. Da muss man sich echt hinterfragen, warum sowas passiert. Da muss man sich total informieren, damit man dann als nächstes Mal da steht für den Frieden, für Gerechtigkeit, das, was passiert. Genau. Passt. Jetzt geht man an der Gesprächsstoffausstellung. Ja. Also wir warten jetzt auf eine Journalistin direkt von der Ukraine, Frau Olga Katsaros. Sie hat in Leipzig studiert, ist jetzt beim Friedensradio und das ist sehr total interessant, weil man hört so viel von der Ukraine, man hört so viel in den Mainstream-Medien, dass der Putin da ganz arg dagegen vorgeht, dass der Putin ganz arg ist, dass da Dinge passieren in der Ukraine. Vielleicht ist es ganz anders. Wir werden jetzt einfach zuhören, genau was sie sagt. Und dann kann man genau selber schauen, wo ist das Leben, wo geht es mal gut, bei was man jetzt im Radio hört oder in der Zeitung oder was man da jetzt einfach hört von der Frau. Also es wird sehr interessant. Ich habe auch noch keine Ahnung, was sie sagen wird. Aber sie wird sehr ein paar Dinge ansprechen, was vielleicht für viele Menschen, die was da rundum sind, einfach
einmal ganz was Neues ist oder auch ganz was ist, wo man sich denkt, so ein Blödsinn oder was. Aber lass das einfach mal zu, lass das ins Herz ein, dass es Menschen gibt, die was zu einem Thema was anderes sagen. Und da kann man sich hinterfragen, warum die zu einem Thema was anderes sagen. Und dann informiert man sich und steht mit uns auf für den Frieden. Dass wirklich da etwas passiert, dass es zu einer Veränderung kommt. Und eins müsst ihr alle wissen, das geht jetzt nicht mehr, dass man sagt, es kann sich eh nichts verändern. Wir brauchen eh nichts tun, das stimmt nicht, das geht nicht mehr. Weil alle, was jetzt was tun, die haben eine Verheißung, dass sie dann eine neue Welt haben, dass es dann eine neue Welt gibt, wo wieder eine Veränderung kommt. Also die haben einfach die Verheißung in sich. Deswegen kämpft es mit uns mit, macht es mit uns, steht auf für die Dinge, steht auf für den Frieden, damit da was passiert auf der Erde, damit es nicht mehr so weitergeht, weil es ist eh schon schlimm genug. Genau. Wir machen das alles nicht, weil wir radikal sind oder so, sondern wirklich, weil wir ein Herz haben, weil wir Liebe haben für die Menschen und weil wir einfach merken, das braucht es jetzt, das Herz zueinander, für das stellen wir auch, dass man sich verbindet untereinander mit einer Liebe, mit einem Frieden, dem, was es wieder braucht überall, weil es ist überall Teile und Herrscher in jeder Familie, in der Politik überall, es ist überall Spaltung, es ist überall ein Durcheinander und da stellen wir auch für das da, dass es wieder eine Vereinigung braucht, ein gemeinsames Wirken, ein gemeinsames Aufstellen für Dinge. Und das ist ganz wichtig, alles dürfen wir nie vergessen. Aber wenn man die ganzen Dinge hört, man muss das gemeinsam machen mit Herz. Man darf sich ja selber verändern. Das ist auch ganz wichtig in der Zeit. Ist auch total möglich in der Zeit, dass man das kann. Ja, ich habe gerade gehört, es wird bis 19.15 Uhr dauern. Vielleicht erlöse ich dich ein bisschen. Und du darfst aber noch nicht fortlaufen. Ich werde die Gelegenheit gleich mal nutzen. Was ist eigentlich deine Motivation, immer wieder bei den Mahnwachen dabei zu sein? Jetzt sage ich das ganz ehrlich. Meine Motivation ist es, weil ich einen totalen Glauben habe an Jesus Christus, das muss ich ehrlich sagen, weil ich einen Glauben habe und ein Herz für die Menschen. Ich sage gleich dazu, es spielt jetzt keine Rolle, die Religion da oder die Politik. Das spaltet oft nur. Aber bei mir ist das so, weil ich einfach das Herz habe, eine Liebe für die Menschen, eine Liebe für die Erde. Deswegen stehe ich da, damit sich da was verändert. Bei mir lässt es einfach nicht mal gleichgültig. Die Dinge, was da passieren auf der Erde. Und da gehört sich was getan. Das ist für mich so wichtig einfach. Und ich spüre auch, das ist die Kraft jetzt, dass man sich vereint mit Menschen, die was auch oft Moslems sind, Hinduisten, BZÖ, SPÖ, egal was. Das ist für mich Gott einfach, was jetzt wirkt auf der Erde. Super, perfekt. Ja, vielleicht kann ich auch ein paar Worte sagen. Ich bin bei den Mahnwachen eigentlich, weil ich ein Mensch bin und ich sehe rund um mich auch nur Menschen. Also für mich ist das Gleiche. Es zählt nicht die Hautfarbe, es zählt nicht die Religion, es zählt nicht, was einer anhat, wie einer gekleidet ist, sondern das, was er im Herzen tragt. Und das soll uns eigentlich auch verbinden und nicht trennen. Also wir sollten vielleicht alle miteinander versuchen, das, was uns trennt, ersatzlos zu streichen, dass das natürlich ein Prozess ist, der nicht hinter 5 Minuten passieren kann. Ja, das ist auch logisch. Aber diese ganzen Vorurteile, diese Feindbilder, die behindern uns eigentlich nur. Wir müssen immer gegenseitig in Konkurrenz sein. Das ist nicht notwendig. Es war für jeden Einzelnen, glaube ich, einfacher, zu einem glücklichen Leben zu kommen, wenn wir näher zusammenrücken und miteinander dieses Wir-Gefühl herausarbeiten und nicht dieses Ich, immer nur Ich, das Egoistische, das Ich-Bezogene. Super. 19.15 geht es weiter mit der Live-Übertragung aus der Ukraine. Vielleicht hat doch wer kurz 3 Minuten was zu sagen, der kann gleich herkommen. Hallo, grüß euch. 3 Punkte. A-Punkt ist, wenn ihr Produkte wisst, die fair sind, die biologisch sind, die aus der Umgebung kommen, die kein Mikroplastik beinhalten, die keinen Sklaven-Footprint haben, die einen guten Öko-Footprint haben, dann könnt ihr es uns bitte im Anschluss nennen. Dann werden wir die aufschreiben und allen zur Verfügung stellen. Das wär der erste Punkt. Der zweite Punkt, es gibt eine generelle Mahnwachenaktion, die heißt Mahnwachen helfen. Das ist eine Spendenaktion, da wird für die ganzen Krisengebiete gesammelt. Das können Sachspenden oder Geldspenden sein.
Jetzt im Speziellen gibt es eine Ukraine-Aktion, da werden zum Beispiel Kinderspielsachen hingeliefert. Das heißt, das nächste Mal könnt ihr gerne Geld oder Sachspenden machen, Sachspenden eben als Kinderspielzeug. Aber das müssen wir nachher dann klären, wie wir das am gescheitesten lösen, weil das alles herschippern, das hat jetzt keinen Sinn dann. Und das dritte war noch was, Moment. Genau, das dritte sind die Unterschriftenaktionen, wo ihr euch eh schon fleißig beteiligt habt. Bitte am Stand dann informieren, was gibt es zum Unterschreiben und worum es da geht. Und wenn es sinnvoll für euch ist, dann unterschreiben. Okay, das war mein Input heute. Ja, hallo, ich bin Ilona, ich bin aus Koblenz und ich wollte euch kurz berichten von anderen Mahnwachen in Deutschland und halt auch in Österreich, wo ich in den letzten Wochen halt war. Und angefangen hat es bei Bremen, was mir in Bremen sehr gut gefallen hat, das war ähnlich wie hier in der Fußgängerzone, direkt von den Bremer Stadtmusikanten, dem einen oder anderen wird das bekannt sein. Und da hat jeder, der gekommen ist, Blumen mitgebracht und ein großes Peace-Zeichen gelegt, was auch nach abends dann für alle, die vorbeigegangen sind, halt zu sehen war. Ja, als nächstes kam dann Nürnberg dran. Nürnberg hat auch eine super Idee, was sie jetzt ins Leben rufen wollen, und das ist ein grünes Branchenverzeichnis. Nennt man das in Österreich auch so? Ja, gut, okay. Und es gibt so kleine Bändchen, wo drauf steht, wir für den Frieden, so als lebendiges Zeichen halt, dass man auch sagen kann, ja, ich gehöre auch dazu, ich mache auch mit. Als nächstes waren wir dann in Wien, und das hat mich so als jemand, der ja von woanders herkommt, schon auf eine gewisse Weise sehr beeindruckt. Und zwar, die stehen dort vor dem Parlament. Na, in Deutschland wäre das gar nicht möglich. Da steht zwar dick dran, Haus des Volkes, ja, aber was ist? Ein Kilometer drumherum, keine Versammlung. Und Versammlung fängt, je nachdem, wie man aussieht, schon ab 2 Personen an. Ich habe erst mal fragen müssen, ob das wirklich das Parlament ist, was noch funktionstüchtig ist, und habe dann bestätigt gekriegt, ja, das ist es. Das finde ich im Vergleich ja schon mal sehr toll und ein ganz toller Fortschritt. Und dann hat mir das sehr gut gefallen, dass der junge Mann, der das dort in Wien organisiert, sagt, na, ich habe heute kein Programm, aber ich frage euch einfach mal, warum ihr heute hier seid. Und genau das habe ich jetzt mit euch vor. Ich komme jetzt einfach mal rum. Wer Angst hat, dass er jetzt gefilmt wird, kein Problem. Alex hinter Bescheid, sagen wird rausgeschnitten. Okay, hallo, wer bist du und warum bist du hier? Ich bin der Flo und ich wollte mir mal so umschauen, wie viel Leute dem Ganzen da folgen, weil ich verfolge das schon etwas länger und ich komme von etwas weiter her und habe mir schon ein paar Mal gedacht, ich komme her, aber... Und woher kommst du? Ich komme aus dem Laufental, also circa 3/4 Stunde von da. Ja, schön, dass du hier bist. Es ist ein Applaus wert, Leute. Ja. Ja, ich verfolge das im Internet, die ganze Thematik, und ja, bin nicht besorgt über die Zukunft, weil ich glaube an Jesus Christus und weiß, dass das Leben für mich erst beginnt. Naja, aber du bist heute hier und von daher denke ich auch, wenn wir an Jesus Christus glauben, können wir auch hier etwas tun, um dass es sich verändert, oder? Stimmst du mir dazu? Absolut, deswegen bin ich da. Ja, super. Ich lebe nicht für mein nächstes Leben. Ich lebe da im Jetzt und Heute. Und ich will da im Jetzt und Heute was verändert sehen. Super, jetzt haben wir vorhin von ihm ja ganz viele Ideen gehört. Was denkst du, was kannst du jetzt für dich umsetzen? In der nächsten Woche, morgen, heute vielleicht noch? Okay, du denkst noch drüber nach. Der junge Mann da hinten gibt dir vielleicht eine Kopie von seiner Erzählung. Dann gehe ich jetzt hier einfach mal weiter. Ich gucke immer eure Videos, deswegen weiß ich, wer schon mal geredet hat und wer nicht. Und jetzt suche ich mir mal Leute aus, die ich noch nicht so kenne von der Kamera. Hallo? Hallo. Warum sind Sie heute hier? Ich bin heute hier, weil ich das ganz super finde, dass Menschen zusammenkommen, um Dinge bewusst zu machen für die Öffentlichkeit, für alle, dass wir sehen dürfen, dass wir einen Vergleich haben dürfen, wie werden uns die Dinge dargestellt und wie sind die Dinge in der Realität oder wie könnte man die Dinge anders sehen. Und ich finde das ganz, ganz toll für die Menschen, die sich da hineinstellen. Danke.
Dankeschön, dass ihr heute hier seid. Und ich denke, sie kommen nächste Woche wieder. So, mal schauen, wen haben wir denn hier noch, wenn ich noch nicht kenne? Flüchtet schon jemand? Hallo? Sie ihre Ehefrau, oder? Ja, dann dürfen Sie auch zusammen sprechen. Ja, dürfen wir zusammen sprechen? Ja, also komm. Sie sind schon öfters hier gewesen, oder? Nein. Was haben Sie sind schon öfters hier gewesen, oder? Wir sind sehr oft hier und uns freut unheimlich, dass sich so viel Jugend interessieren für diese Themen. Und wir möchten die Jugend unterstützen, wie in unserem Alter. Und ich glaube, wir werden immer wieder kommen. Das ist prima, super. Und wie sehen Sie das? Ja, man hört da immer wieder etwas Neues, obwohl wir auch schon vieles wissen, aber es ist einfach, weil er ja derjenige ist, der uns mit Wissen verbindet. Naja, wenn Sie jetzt schon so informiert sind, dann wäre es ja auch mal möglich, wenn Sie beide zusammen vorne hingehen und was erzählen. Ich denke, wir können auch sehr viel von Ihnen lernen. Wird schon kommen. So, und jetzt wird hier nicht geflüchtet. Du filmst hier, warum auch immer, aber dich kenne ich nicht. Du warst also noch nicht vor der Kamera und vor dem Mikrofon. Warum bist du heute hier? Ich bin heute hier, weil ich es super finde. Also ich bin ganz begeistert, was da in Klagenfurt stattfindet. Und ich bin auch ganz begeistert, dass viele sich das anschauen, was da so passiert, dass sie sich informieren, was hinter den Kulissen, hinter den Massenmedien alles so passiert und dass man da auch interessiert ist. Und ich möchte es zu den Menschen rausbringen und ja, aktiv da dabei sein. Deswegen fühle ich mich heute. Ja, super. Schön, dass du hier bist. Du brauchst jetzt gar nicht zu flüchten. Du bist jetzt aus dran. Hallo. Du bist hier aus Klagenfurt? Nein, bin ich nicht. Ich bin vom Völkermarkt. Von woher? Völkermarkt. Völkermarkt. Und warum bist du heute hier? Also das ist eigentlich nur Zufall gewesen. Ne? Hab gedacht, weil... Aber du bist ja hängen geblieben. Du warst von Anfang an da. Ich habe dich gesehen. Also was hat dich gehalten, dass du, obwohl du zufällig hier bist, hier stehen geblieben bist? Was hat dich überzeugt? Ja, es war eigentlich so schon ein paar interessante Themen. Welches Thema hat dir da gefallen? Was fandst du interessant? Wo willst du dich weiter informieren? So wie jetzt sind es wie Fleisch oder was. Gell? So, ja, es, im Geschäft ist es einfach viel zu teuer und da Massenproduktion ist auch schon und mit den ganzen Antibiotikum und sowas behandelt wird. Und ich bin einfach voll dafür, dass man einfach viel mehr zu einem Bauern, zu einem kleinen Bauern einkaufen geht und das auch viel mehr Bio. Noch. Ja, super. Ganz großer Applaus. So. Okay. Sie? Sie? Ja, hallo. Warum sind Sie heute hier? Warum? Ja, erstens, weil mich ganz, dass ich mich schrecklich finde, was da in der Welt geschehen abläuft, zwar Ukraine. Und wenn man diese Bilder gesehen hat, Hintergrundinformationen, wo den Kindern wirklich schrecklich die Köpfe weggepustet werden. Und wenn die Massenmedien darüber schweigen, muss ich ehrlich sagen, dann schreie ich. Weil ich von Schmerz erfüllt bin, was da abläuft. Dass Menschen Kinder angreifen, Menschen Kinder töten. Und da muss ich sagen, stopp, es darf nie mehr geschehen. Es muss Schluss damit sein. Deswegen bin ich hier, damit dieser Schrei gehört wird. Danke, und ich denke, allein das ist schon Grund, dass viel, viel mehr Menschen hier stehen sollten. Der Herr mit dem Eis ist jetzt aber ein bisschen gemein. Also der Kameramann sagt, ich soll Sie ansprechen. Naja, vielleicht ein kurzes Statement, warum Sie heute hier sind, so ein Satz? Na, ein Satz geht auch zwischen zwei Eisschlecker. Ich höre mich heute das zufällig an, weil ich mit einem Freund hier bin. Das sind recht interessante Themen. Welches Thema hat Sie da besonders interessiert? Kann ich so auf Anhieb nicht sagen. Es sind viele Themen, die mich hier interessieren kann. Ist natürlich auch was Neues dabei. Und ich hoffe, dass das auch gut ankommen wird bei der Bevölkerung. Ja, super. Und da hinten liegen ganz viele Informationen. Da können Sie sich dann noch informieren nach dem Eis. Ne? Da steht noch jemand. Darf ich Sie ansprechen, warum Sie heute hier stehen geblieben sind? Ich war schon zweimal hier und das gefällt mir sehr gut. Und was hat Sie dazu bewogen, nach dem ersten Mal wiederzukommen? Finde ich ja ganz toll, dass das nicht das erste Mal ist. Ja, einfach die Infos, die gegeben worden sind. Und mir hat es sehr gut gefallen, dass jeder was beitragen kann, was dazu sagen kann und was da irgendwas entstehen kann, dass man sich einbringen kann.
Ja, schön. Danke sehr. Es geht ja oft so das Gerücht drum, dass es nur ein paar Hansel sind, die da vorne stehen. Aber jetzt haben Sie live gesehen, es sind ganz viele. Es kann jeder das Mikrofon ergreifen. Auch Sie dürfen nächstes Mal nach vorne kommen. Jeder hat was zu sagen. Okay. Möchte noch jemand, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe? Da meldet sich jemand. Hallo, Sie sind auch nicht zum ersten Mal hier. Sie haben nämlich schon geredet. Sie habe ich schon gesehen. Ich bin öfter da. Das AZK ist für mich ein Forum, wo man das sagen kann, wo man, wenn man das in der Politik oder in der Allgemeinheit sagt, bei der nächsten Staude leise platt geht und man nicht weiß, wieso man auf einmal hin ist. Da kann man es freiweg sagen und vor allem, das AZK ist ein Forum, das aussagt, was man eben nicht sagen darf. Ja, das haben Sie ja auch genutzt. Sie waren ja auch schon vorne und haben schon auch eine Rede gehalten. Ja, ne? Das stimmt. Sie möchten auch noch was sagen, warum Sie hier sind? Ja, Sie laufen nämlich die ganze Zeit so hinterher. Gerne. Ja, nicht viel, aber was ich zu sagen, wir müssen einfach signalisieren. Wir müssen einfach signalisieren, dass wir nicht mehr einverstanden sind mit den ganzen Geschehnissen und dass die Dunkelmänner im Hintergrund einmal nachdenken. Und wir müssen noch viel mehr werden. Ja, dafür bin ich auch. Danke. Hallo Klagenfurt. Es ist schön, heute hier zu sein. Ich finde es toll, dass so viele Menschen gekommen sind. Ich soll meine Brille runtergeben. Und was ich so gesehen habe, sind hier in Klagenfurt ungefähr gleich viele Leute, fast wie in Wien. Insofern ein großer Applaus. Sehr bezeichnend fand ich bei der Einleitung das Beispiel mit der Titanic. Vor allem eben hat diese Kapelle der Titanic auch noch zu diesem Zeitpunkt gespielt, dass die Titanic schon längst untergegangen, also schon am Untergehen war. Und ungefähr in so einer Situation befinden wir uns wirtschaftlich auch. Wir sind eigentlich schon am Untergehen und nur bekommen wir bewusst nicht so viel mit davon. Uns wird nicht sehr viel davon gezeigt noch. Das heißt, diese Kapelle spielt, aber wir sind schon am Untergehen in einer gewissen Weise. Dann ist auch noch in einem vorigen Beitrag das Thema Demokratie erwähnt worden. Dazu möchte ich auch noch kurz was sagen. Für mich ist die Demokratie im Prinzip eine Ideologie. Also uns wird halt gesagt, die Demokratie ist die beste Regierungsform, die es gibt. Und wer nicht wählt, ist selber schuld. Und ich möchte halt sagen, wie ich das sehe. Für mich ist die Wahl, für mich ist das Wählengehen ungefähr so, als hätte ich die Wahl zwischen Coca-Cola, zwischen Pepsi-Cola, Cola Light und Cola Zero. Und wenn ich nach der Wahl kundtue, dass ich mit dem Ergebnis nicht so ganz zufrieden bin, weil ich vielleicht gar kein Cola trinke, dann wird mir gesagt, ja, du bist selber schuld, du hättest ja wählen gehen können. Die Wahrheit ist aber, es gibt eigentlich keine Wahl. Ein weiteres Beispiel, wie ich die Demokratie sehe, wenn wir mal unsere Parteienlandschaft hernehmen und einfach mal die 5 größten Parteien hernehmen, dann, und ich mich in einem Gebäude befinde. Und in diesem Gebäude gibt es 5 Türen. Und jede der 5 größten Parteien repräsentiert eine Tür. Beim Wählen streiten sich die Leute darüber, die Menschen, welche Tür jetzt nun die beste ist. Die traurige Wahrheit ist, dass jede dieser 5 Türen im Endeffekt in einen Raum führt, in einen und denselben Raum führt. Und dieser eine Raum trägt einen Namen, nämlich Kapitalismus. Das heißt, jede dieser Parteien repräsentiert eigentlich dieselbe kapitalistische Ideologie. Insofern könnte man eigentlich alle 5 Parteien zu einer Gesamtpartei zusammenfassen und man könnte sie alle eigentlich die kapitalistische Einheitspartei nennen. Und eine Tatsache wird in diesem Fall nicht erwähnt, nämlich, dass es eine weitere Tür gibt. Und über diese Tür redet niemand. Und diese weitere Tür, nicht eine weitere Tür, sondern einen weiteren Raum. Es gibt einen weiteren Raum und über diesen weiteren Raum redet niemand.
Und dieser weitere Raum folgt anderen Gesetzmäßigkeiten, als wir es bisher kennen. Nämlich in diesem neuen Raum folgt das Geld den Menschen. Das heißt, nicht der Mensch muss dem Geld folgen, sondern das Geld wird auf die Menschen abgestimmt. Das Geld wird auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt. Ja, und noch ein drittes Thema, was mir persönlich wichtig ist. Ich treffe irgendwie auf ganz viele Leute oder auf ganz viele Menschen, die immer sehr genau wissen, wogegen sie sind. Also gegen die Politik, gegen das Impfen, gegen den Mobilfunk. Und das ist mir eben auch ganz wichtig, diesbezüglich ein Zitat von der Maria Theresia. Die hat gesagt, ich werde nie an einer Antikriegsdemo teilnehmen. Zu einer Friedensdemonstration hingegen könnte mich sehr gerne einladen. Das heißt, mit diesem Zitat wollte sie sagen, es ist viel wichtiger, für etwas zu sein, als gegen etwas zu sein. Weil solange ich gegen etwas bin, gebe ich im Prinzip Eigenverantwortung ab und ich gebe meine Macht ab. Und wenn ich gegen den Strom schwimme, dann muss ich meine ganze Kraft aufwenden, um gegen den Strom zu schwimmen. Nur solange ich gegen diesen Strom schwimme, heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, erstens mal, wofür ich bin, und zum Zweiten weiß ich dann auch nicht, welche Ziele ich habe, was ich eigentlich möchte. Und in diesem Sinne ist es wichtig, aufzuhören, gegen etwas zu sein. Und ab dem Moment, ab dem man aufhört, gegen etwas zu sein, ist es der erste Schritt in die Eigenverantwortung. Und ab diesem Moment habe ich... Und ab diesem Moment habe ich dann die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich? Und da ist auch dann meistens auch schon die Lösung inkludiert. Das heißt, ab dem Moment, ab dem ich weiß, was ich möchte, weiß ich auch, in welche Richtung ich gehen möchte. Und ich bin davon überzeugt, dass Tausende oder Millionen von Menschen, die alle wissen, was sie wirklich wollen, eine Macht sind. Eine Macht, die uns in eine neue Richtung führen werden. Vielen Dank. So, ich habe vorher gesagt, von der Ukraine die Live-Übertragung. Es ist leider so, es hat nicht funktioniert, es ist fehlgeschlagen. Es wird ja überall, also bei allen Mahnwachen, bei allen Montagsdemos übertragen. Also wenn man probieren, wenn es stattgefunden hat, dass man es natürlich einschneiden ins Video dann, das kann man im Internet bei YouTube anschauen, einfach eingeben, Montagsmahnwache, Friedensdemo Klagenfurt, genau, Montagsharmonie Klagenfurt, und dann findet man das. Genau, wir werden mal das probieren, dass es trotzdem eine kommt. Leider, das hat nicht funktioniert, wissen wir im Grund jetzt auch nicht, aber werden wir mal schauen. Super, danke. Hallo, ich heiße Olga. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine, aus dem Teil der Sowjetunion, geboren noch in der Sowjetunion, in der Ukraine. Ich bin 46 und bin seit über 20 Jahren in Deutschland, jetzt in Esslingen. Geboren bin ich in Saporosche, das ist im Süden der Ukraine. Ich möchte was zu Maidan erzählen und auch über verschiedene Mentalitäten in der Ukraine. Man muss Folgendes bedenken, dass die Ukraine ein Kunstgebilde ist. Also früher, meine Stadt hieß nicht Saporosche, sondern Alexandrow. Es war eine russische Stadt, wie der gesamte Südost der Ukraine. Dieses Kunstgebilde wurde von Lenin und später von Stalin praktisch geprägt. Und ich muss sagen, dass im Südosten ist doch ganz andere Mentalität ist als im Westen der Ukraine. Die Galizien und Wolinien, die immer entweder bei Polen, bei Litauern oder bei Ungarn, Österreichern, also Augsburg, alles Mögliche war dort. Und dieses Galizien und Wolinien wurde dann später von Stalin an die Ukraine dran gemacht als Erweiterung der Westgrenze von der Sowjetunion.
Der Südosten der Ukraine ist sehr geprägt von der Kultur Russlands. Wir sprechen alle Russisch. Wenn man Russisch spricht, hat man auch gleich eine andere Mentalität. Da, wo der Maidan angefangen hat, das war Ende November 2013, gab es kaum Leute aus dem Südosten dort in Kiew, weil der Südosten eine starke Wirtschaft hat, Schwerindustrie, Stahlwerke, Koksochim, Ferrosplav, Autowerke, Schächte. Also alles Mögliche und auch moderne Werke, IT meine ich, und die haben halt gearbeitet. Und auf dem Maidan waren circa 70-80% aller Demonstranten standen aus dem Westen der Ukraine. Allein Lwów, also Lemberg, gab täglich zwischen 11 und 25 30.000 Grivna, also circa 1.000 bis 3.500 Euro aus, um den Transport von Menschen nach Kiew und zurück zu gewährleisten. Und es waren immer circa 50.000 Menschen, die nach Kiew gebracht wurden aus den westlichen Regionen der Ukraine. Der Westen der Ukraine ist nicht wirtschaftlich stark, Konditoreien, Textilfabriken, Landwirtschaft. Also im November, Dezember, Februar, Januar, Februar haben diese Leute kaum Arbeit gehabt und waren sehr präsent auf dem Maidan. Die Galizier und Volinia haben andere Helden als der Südosten der Ukraine. Es war so, dass die Geschichte umgeschrieben wurde, besonders nach 2005 in der Konstellation Juschenko-Timoschenko, Orangene Revolution. Holocaust wurde verleugnet, neue Helden kamen dazu, wie Stepan Bandera oder Shuchevich, die Nazi-Kollaborateure waren und in der SS Galizien bzw. ukrainische aufständische Armee gedient haben an der Seite der Nazis, der Faschos. Und es gab viele Pogrome, Judenpogrome, die an denen Bandera und seine Einheiten beteiligt waren, auch gegen Kommunisten, nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen Kommunisten. Und diese Helden in Gänsefüßchen wurden 2005 von Juschenko zu den Helden der Ukraine ernannt. Geschichtsbücher wurden umgeschrieben. Und das sind nicht unsere Helden. Das waren sie nie und werden nie werden sein. Ja, das ist so kurz Umriss zum Unterschied der Mentalitäten. Man hat einander beäugt, man hat keine Sympathie empfunden füreinander, aber man hat zusammengelebt bis Februar 2014. Ab dem Putsch sind doch die schweren Differenzen der Mentalitäten auf die Oberfläche gekommen. Und aus der Verachtung oder Unsympathie ist inzwischen richtiger Hass geworden, auch durch die vielen Toten bei der sogenannten ATO, Antiterroroperation. Eigentlich ist es ein Bürgerkrieg. Ja, worum ging es denn Ende November 2013 bei dem Maidan? Da kamen Leute und wollten das Assoziierungsabkommen mit der EU haben. Man hat denen versprochen von der Bühne, dass nach diesem Assoziierungsabkommen innerhalb kürzester Zeit alle europäischen Gehälter bekommen.
Und die zweite Forderung war, das System, wo die Oligarchen die Parteien unterstützen und die Parteien nur das machen, was die Oligarchen verlangen, dass dieses System durchbrochen wird, dass die Vertreter aus dem Volk, echte Volkslieder, an die Macht kommen, vom Volke gewählt und nicht von den Oligarchen bestimmt und bezahlt. Das waren zwei Hauptforderungen des Maidan. Blöd zu erwähnen, aber das ist so. Man hat statt einen Parteileader, wie Janukowitsch das war, oder früher die Timoschenko oder Juschenko, man hat direkt einen Oligarchen gewählt. Das ist ein Narrenschiff, aber ja, so ist das Ergebnis des Maidan. Die Protagonisten des Maidan waren Klitschko von der Partei Udar, der Schlag, Tjagnyok von der Partei Svoboda, Freiheit, die ultranationalistische Partei, und Jatsenyuk von der Partei Batkivschina, Vaterlandspartei, die zusammen mit Timoschenko gegründet worden ist. Diese Protagonisten, also zuerst zu Klitschko. Die politische Karriere von Klitschko begann bereits während der Oranienden Revolution und seiner Unterstützung von Juschenko. In der Zeit, in der sich Juschenko und Timoschenko immer mehr zerstritten, wuchs der Einfluss von Janukowitsch und seiner Partei der Regionen. Diese Partei wird von mehreren Oligarchen unterstützt, was in der Ukraine genauso legitim ist wie der Lobbyismus in Deutschland und der EU. Außerdem schließt sie die NATO-Mitgliedschaft aus, damals, jetzt nicht mehr, aber damals so zum Anfang des Maidan, trat Russland freundlich auf und pflegte in der obersten Rade Kontakt zu den Kommunisten. Die Partei von Klitschko, Udar, wurde von der CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung gegründet. Sie ist praktisch Mitbegründer und Finanzierer dieser Partei. Auf der Homepage von Udar finden sich unverhohlen weitere Partner, wie International Republic Institute, IRI, in Kurzform, sitzt in Washington, Vorsitzender US-Senator John McCain, und National Democratic Institute, NRD, sitzt in Washington, Vorsitzender ist die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright. Beide Institutes, IRI und NDI, gehören zur Open Society von Soros. Sowohl die CASA als auch die beiden US-amerikanischen NGOs, die ich vorhin genannt habe, beteiligten sich aktiv an den FARC-Revolutionen 2003 in Georgien, Rosenrevolution 2004 in der Ukraine, Orangenrevolution 2005 und 2006 in Kirgisistan, Tulpenrevolution. Die rechtsliberale Partei Premiere Justitia ist auch Partnerpartei der CAS in Venezuela. Die Premiere Justitia war 2002 an den Putschversuchen gegen den Präsidenten Venezuelas Hugo Chavez beteiligt. Im Februar 2012 wurde von den ägyptischen Regierungen der Vorwurf erhoben, dass mehrere NGOs an einer ausländischen Verschwörung gegen Ägypten beteiligt seien. In der Folge wurde für den Repräsentanten der CAS in Ägypten, Andreas Jakobs, und einer deutschen Mitarbeiterin ein Reiseverbot erteilt. Nun zu den Tjagnyok und seiner Partei Svoboda, die rechtsradikale Partei Svoboda. Alles, was ich hier sage, habe ich in einem Interview für die Leipziger Internetzeitung Litz, Leipzig, also LIZ, gegeben, mit allen Links, allen offenen Links, öffentlichen Links, keine Blogger, alles von den Seiten der Parteien, der Organisationen. Man kann das alles nachlesen und überprüfen. Natürlich ist es bekannt allen Demokraten im Westen, dass sowohl Timoschenko als auch ihr Nachfolger Jatsenyuk und auch Klitschko mit der rechtsextremen Partei Svoboda kooperieren.
als Westerwelle den Maidan besuchte, um seine Solidarität mit den Protestierenden zu demonstrieren, war der Leader der Svoboda, Oleg Yagymyuk, auf keinem Foto zu sehen, weder auf dem Maidan selbst noch beim späteren Diner. Die ukrainischen Medien spekulierten, ob das die Entscheidung des deutschen Außenministers war oder die von Yagymyuk, der als äußerst homophob bekannt ist. Am 30. Mai 2013 besuchte die Svoboda-Delegation ihre NPD-Freunde in Dresden. Es gibt einen Link auf der NPD-Seite, auch auf deren Facebook-Seite. Damals war noch Apfel der Vorsitzende der NPD. Aus der Pressemitteilung der NPD-Fraktion in Sachsen. Hierbei würdigte der NPD-Fraktionsvorsitzende Holger Apfel Svoboda als einer der bedeutendsten europäischen Rechtsparteien und bekundete seinen Wille zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit beider Parteien und ihrer parlamentarischen Vertretungen auf allen Ebenen. Also, man hat praktisch in diesem Gespann auf dem Maidan eine offene rechtsradikale Kraft gehabt. Und alle Demokraten des Westens haben das gewusst und haben drüber geguckt. Übrigens zu einem den Grundsatz oder ja Weltanschauung der Svoboda-Partei findet man das auf der Seite von der Svoboda-Partei. Die Juden seien Besatzer der Ukraine. Die ukrainische Aufstandsarmee im Zweiten Weltkrieg, eine nationalistische Miliz, verdiente für Morde an Juden Lob. Außerdem gibt es in den westukrainischen Schulgeschichtsbüchern nichts zum Thema Holocaust, inzwischen in allen ukrainischen Schulbüchern. Damals gab es nur in den in westlichen Teilen nicht. Was das bedeutet, dass man mit den Nazis kooperiert, zusammenarbeitet, ist klar anhand der Vereinbarung vom 21. Februar 2014, an der Steinmeier, Sikorski und die drei Gespann und noch ein Franzose, den Namen habe ich jetzt vergessen, teilnahmen und das unterschrieben haben. Es ging darum, und Janukowitsch natürlich, als legitimer Präsident der Ukraine, der gewählte Präsident der Ukraine, von allen Regionen der Ukraine, diese Vereinbarung war darüber, dass die Präsidentschaftswahlen vorgezogen werden, bereits im September 2014. Und im November 2014 finden die vorgezogenen Wahlen statt. Das war in der Vereinbarung. Vier Stunden später war diese Vereinbarung Toilettenpapier. Denn vier Stunden später hat der Putsch stattgefunden. Viktor Janukowitsch wusste zuerst darüber nichts. Am 22. Februar hat stattgefunden die Versammlung der Partei der Regionen in Charkow. Und Viktor Janukowitsch wollte nach dieser Vereinbarung, das war ja halt von wichtigsten Ministern unterschrieben, besonders von Steinmeier. Er wollte diese Sitzung, den Parteitag der Partei der Regionen, seiner Partei besuchen. Und bevor er nach Charkow losgefahren ist, wurde er von dem Geheimdienst der Ukraine damals angerufen und ihm wurde mitgeteilt, dass heute Nacht ein Putsch stattfinden wird. Ja, und so ist es passiert. Vier Stunden nach der Vereinbarung ist es zu dem Putsch gekommen. Interessanterweise hat sich niemand im Westen empört, dass diese Vereinbarung nicht erfüllt wurde. Zwar hat man nicht der neuen Regierung gratuliert, außer den USA, aber niemand hat sich empört, was dort stattgefunden hat. An die Regierung sind Leute gekommen, die teilweise nicht mal einen Deputatenstatus hatten, also direkt vom Maidan.
Und alle, die heutigen in der Regierung repräsentieren die Interessen des Westens der Ukraine. Das sind aber 10% der Bevölkerung. Sie präsentieren auch nicht unbedingt die Interessen der Zentralukraine, schon gar nicht des Südostens. Und endlich sind sie an der Macht. Geputscht, unterstützt, natürlich auch vom Westen. Als man Soros fragte, es gibt ein Interview vom 25. Mai 2014 auf CNN. Man interviewte ihn und fragte, hat er denn Aktivitäten gemacht in der Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion? Und er hat das bejaht, sofort. Er hat mehrere NGOs gegründet, die die Meinung gebildet haben, die mit der Jugend gearbeitet haben. Und das ist jetzt das heutige Ergebnis. Ich muss nur sagen, dass das, was wir jetzt sehen, dieser Krieg, der so viel Leid bringt, jeden Tag sterben Zivilisten. Es werden Häuser zerbombt. Es werden Luftattacken auf die Städte, Millionenstädte gemacht. Und das ist nur die Oberfläche. Die ist laut, die ist krank, die ist schrill. Und im Hintergrund agiert das Geld. Ja, man sprach natürlich, dass Shell und Chevron Verträge unterschrieben haben bereits mit Janukowitsch über die Forderung von Schiefergas. Einmal in der Region im Westen zwischen Lemberg und Ternopil und einmal im Osten, da wo jetzt gerade der Krieg ist. Donetsk, Slavyansk bis zu Kharkov. Momentan kann man natürlich im Osten nicht fordern. Doch ich glaube nicht, dass nur Rohstoffe hier im Spiel sind. Allein am Krieg kann man verdienen und die NATO-Pläne sind auch jedem bekannt. Man braucht nicht mal NATO-Mitglied sein. Man kann NATO-Partner sein, um zum Beispiel Raketen auf eigenem Territorium aufstellen zu lassen. Das heißt, dass das Territorium der Ukraine, dass sein Volk, dass dieser Krieg, wo Ukrainer ukrainische Russen töten und umgekehrt, ein Genozid ist. An diesem Krieg beteiligen sich keine fremden Kräfte. Und wenn Freiwillige aus Russland kommen, dann kommen Freiwillige aus Russland. Die haben dort Verwandte, die haben dort Freunde. Ich habe selber Freunde in Russland, viele, sehr viele. Und wenn die diesen Widerstand im Osten, im Donetsk-Bäcker unterstützen, dann ist es so halt. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Die meisten sind Leute aus der Region, aus dem Südosten, aus meiner Stadt Saporizhzhia sind mindestens 5000 Kämpfer, die den Widerstand unterstützen. Und das alles passiert praktisch, der Westen beobachtet, wie der Bruder den Bruder tötet. Die Infrastruktur wird platt gemacht, kaputt gemacht. Leute fliehen, es ist fast 800.000 Menschen sind geflohen, die meisten nach Russland und auf die Krim. In der Ukraine befinden sich ca. 130.000 Flüchtlinge, alles andere sind in Russland. Man entvölkert eine ganze Region, viele Werke stehen still. Der Zweck dieses Krieges ist einen Platz, einen geschwächten Platz zu schaffen
zu westlichen Machenschaften direkt vor der Haustür Russlands. Das ist so meine, nicht Spekulation, das ist Analyse. Ich habe sehr viel über Soros und seine NGOs gelesen, übrigens zu seinen NGOs gehören, und das ist eine Unerhörlichkeit. Gehören die Grünen in Deutschland mit ihrer Heinrich-Böll-Stiftung, die inzwischen eine richtige Hetzpropaganda gegen Russland machen, und die Konrad-Adenauer-Stiftung, die der CDU sehr nahe steht. Interessant ist auch, dass Marie-Louise Beck, die Grüne in Deutschland, und ihr Mann Ralf Füchs, der die Heinrich-Böll-Stiftung leitet, ein Ehepaar, enge Freunde von Chodorkowski sind. Sie waren gegen Jukos, quasi gegen Gazprom, läuft der Prozess wegen Jukos und Gazprom Schulden und angebliche Schulden und so weiter und so fort. Und es gab bis jetzt schon 5 Sitzungen, angefangen von im Jahr 2001 und jetzt die, da gab es 2008 und 2011 und was weiß ich, und jetzt war die letzte, und bei jeder Sitzung war das Ehepaar Marie-Louise Beck, Ralf Füchs, immer dabei. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, das ist jetzt kurz zu der Geschichte des Maidan, zum Ergebnis, zum Unterschied in den Mentalitäten, in den Sprachen. Übrigens, 78% der Bevölkerung der Ukraine spricht Russisch. Also nicht nur der Südosten, auch im Zentrum der Ukraine, im Norden der Ukraine wird Russisch gesprochen. Was die Maidanisten, die Putschisten direkt nach dem Putsch gemacht haben, war die russische Sprache unter Strafe zu stellen, beziehungsweise sogar zu verbieten. Dafür war die Svoboda und die Partei von Ljaschko, die radikale Partei von Ljaschko. Und das hat zu den Massenprotesten im Südosten geführt. Es hieß damals der russische Frühling. Es ging los im März mit richtig großen Protesten in allen Städten und Gemeinden des Südostens. Leute haben russische Fahne getragen, Leute haben Russland, Russland, Russia, Russia gerufen. Nicht, weil sie nach Russland wollten, sondern weil sie auf sich aufmerksam machen wollten. Sie haben ja nicht auf dem Maidan, sie sind nicht auf dem Maidan gehüpft und haben dort gestanden, mehrere Monate lang. Sie haben hart gearbeitet. Und man hat deren Interessen überhaupt nicht vertreten. Und danach gab es Referendum. Dieses Referendum sollte auch in sollte es auch in Odessa geben, am gleichen Tag, am 11. April. Ich habe 11. Mai. Oder April habe ich jetzt vergessen, egal. Da passierte Folgendes, am 11. Mai, am 11. Mai, ja. Doch am 2. Mai passierte dieses schreckliche Verbrechen, als man Aktivisten dieses Referendums die fröhliche Zelte vor dem Haus der Gewerkschaften gestern hatten und Musikboxen und Flyer zum Referendum. Und viele Familien kamen vorbei. Es war wunderschönes Wetter am 2. Mai. Es gab ein Spiel, Odessa gegen Charkow Fußballspiel. Die Ultras machten ihre Aktion in der Innenstadt. Und am Gewerkschaftshaus war eine friedliche Runde. Leute haben getanzt. Leute haben sich informiert über das Referendum. Und dann plötzlich kamen Provokateure und haben gerufen, die Ultras kommen. Bitte versteckt euch, lauft ins Gewerkschaftshaus, lauft, verbarrikadiert euch dort. Über 400 Leute sind ins Gewerkschaftshaus gelaufen.
einige auch mit Kindern. Einige haben noch kühlen Kopf bewahrt und sind um das Haus herum in die andere, in den anderen Stadtteil weggelaufen. Was dann passierte, ist, dass die Leute in eine Falle reingelaufen sind, denn im Gewerkschaftshaus waren bereits Kräfte mit Gasmasken und Gas. Und draußen waren die Ultras mit Molotow-Cocktails. Leute vergifteten sich und verbrannten. Und danach gab es auch kein Referendum mehr in Odessa. Dieses Referendum wurde durchgezogen dann im Donetsk-Becken, in allen Städten, in allen Gemeinden. Hallo? Und es gab unterschiedliche Ergebnisse. Vielen Dank an die Ukraine. Ich glaube, sie redet noch ein bisschen weiter. Sie hat uns ein bisschen einen Einblick geben können, glaube ich. Ja, hallo, grüß Gott. Also ich möchte nur was sagen, was mir ganz stark am Herzen liegt, und zwar, dass diese Themen oder dieser Montagsmahnwache oder Montagsharmonie, wie man das nennt, dass das wirklich zu unserem Lebensstil werden soll. Das heißt, wenn wir von da weggehen, ich nenne es einmal so, ich drücke es einmal so aus, mit dem Bild einer Kirche. Ich bin in einer Kirche und da einer predigt da und dann gehe ich raus und dann ist für mich das Tag erledigt. Das heißt, die ganze Woche lebe ich noch gleich weiter. Das heißt, dass wir wirklich das als Lebensstil nehmen, dort wo wir sind, dass wir wirklich unsere Stimme erheben oder wie auch immer und sagen, Moment einmal, da geschehen Ungerechtigkeit an Mensch, Tier und Pflanzen. Wo immer wir sind, dass wir absolut unsere Stimme erheben und nicht nur da beim Mikrofon, sondern das soll unser Lebensstil werden, dass wir unsere Stimme erheben, wenn Ungerechtigkeiten passieren, wenn Menschen massakriert werden oder wenn Pflanzen oder Tiere massakriert werden und dort und aufstehen, auch wenn wir unser Gesicht verlieren oder unseren guten Ruf verlieren. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Und ich möchte auffordern, dass wir es wirklich zu unserem Lebensstil machen, dass wir Dinge ansprechen, die nicht in Ordnung sind, Ungerechtigkeiten ansprechen und sagen, dass wieder Recht Recht ist und Unrecht Unrecht bleibt. Das wollte ich sagen. Danke. Ja, die Musik ist etwas Schönes. Die Musik verbindet die Menschen miteinander. Wogegen der Krieg die Menschen immer auseinanderbringt und entzweit. Leider vergeht kein Tag, dass wir Kriegsbilder in unser Haus bekommen und wir sehen, dass ca. 30.000 Menschen tagtäglich bei Auseinandersetzungen bestialisch umgebracht werden. Die Verantwortlichen und die Profiteure dieser Welt haben die Menschen seit jeher immer schon in den Krieg geführt. Mittlerweile haben wir so viel Sprengstoff angehäuft auf dieser Erde, ca. 300 Mal mehr, als wir brauchen würden, um diese Erde gänzlich zu vernichten. Wenn ich mein Haus sprengen will bis zum Boden gleich, dann kaufe ich nur so viel Sprengstoff, was notwendig ist. Alles andere wäre unvernünftig. Genau dieses weltweite, sinnlose Wettrüsten führte dazu, dass kein Geld mehr für die elementaren Dinge auf der Welt da ist. Wir haben kein Geld mehr für die Schulbildung, kein Geld mehr für die Krankenhäuser und kein Geld mehr für die Ernährung der Menschen. Es wird uns von den Mächtigen der Welt immer wieder eingeredet, dass es bereits auf dieser Welt viel zu viele Menschen gibt. Wenn man aber die 8 Milliarden Menschen auf Österreich aufteilen würde, dann bekommt jeder von diesen 8 Milliarden noch ca. 10 Quadratmeter. Wir sehen, es liegt so wie bei allen Dingen nur an der Verteilung. Wir wissen, dass nur 600 Menschen in der Welt bereits 54% dieser Erde haben. Und die übrigen 8 Milliarden müssen sich den Rest teilen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Alle derzeitigen Kriegshetzereien deuten auf eine gewaltige Explosion hin, wobei die Menschen leider irgendwie ohnmächtig sind und gleichgültig
alles das über sich ergehen lassen, weil sonst wären ja viel mehr Menschen heute hier. Deshalb seid ihr hier heute, die Initiatoren dieser Sache, wirklich sehr, sehr zu loben. Solche Wachrüttelstationen, ja wirklich, dieser Applaus ist mehr als berechtigt, bravo. Diese Wachrüttelstationen sind mittlerweile in ganz Europa installiert, um die Menschen irgendwie wach zu rütteln. Und wir haben schon gehört, ein kleiner Applaus ist schon angekommen, aber ihr habt ja noch einen größeren Applaus verdient. Ja, wirklich, das kann man nicht genug loben, diese Initiative. Ein Haus vorher schützen ist immer besser, als danach zu löschen, wenn es brennt. Ja, es ist wirklich an der Zeit und unsere Pflicht, die Kriegseinpeitscher bei Namen zu nennen. Es ist mittlerweile geschichtlich erwiesen, dass Amerika, und ich spreche hier nicht von den Bewohnern drüben, sondern von jenen Eliten, die dafür verantwortlich sind, was auf diesem Sektor passiert. Genau jene haben nach dem Zweiten Weltkrieg über 150 Kleinkriege zu verantworten. Diese werden immer mit derselben List und mit denselben Lügen gestrickt. Es werden in einem Land, das meistens mit Bodenschätzen gesegnet ist, Unruhen von Amerika bezahlten Lohnterroristen geschürt. Irgendwelche Dinge werden dann in die Luft gesprengt. Unschuldige Menschen werden erschossen und jeweils der anderen Gruppe in die Schuhe geschoben. Und schon geht es los. Die Folge dessen ist auch, dass Tausende als Asylanten zu uns kommen und mittlerweile schon unseren sozialen Frieden sehr stören. Es fällt mir dabei auf, dass vorwiegend immer nur junge Männer zu uns kommen, genau jene, deren Kraft dort in diesem Land sehr gefragt sein würde. Nicht die Alten, die Schutzbedürftigen werden hier bei uns aufgehoben. Die Schutzbrauchenden, das sind die alten Leute. Die sieht man aber nicht bei den Asylanten. Wer gibt denen das Geld, die 10.000, 20.000 Euro für die Schlepper? Das haben die meisten von uns hier nicht einmal. In Krisenzeiten sind dann sehr schnell die Waffen ausgeteilt, auf jene ausgeteilt und dann geht's los. Und genau dieses Geld, was für die Schlepper verwendet wird, mit diesem Geld könnten die Asylanten dort jahrelang wunderbar leben. Das war erwiesenermaßen in Vietnam so, in Korea, Kambodscha, Kongo, Irak, Nordafrika, Syrien und neuerlich auch in der Ukraine so. Wie viele Amerikaner leben in der Ukraine? 10, 20 vielleicht. Und trotzdem mischt sich der Onkel Sam dort ein. Mittlerweile wissen wir, dass die meisten Menschen dieser Erde, sehen, dass der Aggressor Amerika heißt. Und er hat immer wieder auf Kosten der anderen Menschen sehr gut gelebt. Nennt man diese Missstände beim Namen, wird man sofort als kein Gutmensch, als Nazi oder sogar als Verschwörungstheoretiker betitelt. Zum Verschwörungstheoretiker fällt mir so eine Geschichte ein. Die meisten hier werden sie wahrscheinlich schon kennen. Diese Geschichte spielt in einer Schweinebox mit mehreren Schweinen. Da sagt ein kleines Schweinchen zum anderen, aber das wisst ihr schon, dass irgendwann der Bauer kommen wird und uns alle abstechen wird. Dann sagen die übrigen Schweine, du bist ein Spinner, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Das kann ja nicht sein, der Bauer pflegt uns ja seit klein auf, bringt uns immer gute Nahrung. Und wenn es kalt ist, bringt er uns eine UV-Lampe, dass wir schön warm haben. Und die Exkremente führt er jeden Tag weg. Du bist ein Spinner. Und danach, nachdem er die Exkremente wegführt, bringt er frisches Stroh, wir fühlen uns sauwohl. Uns geht es wunderbar. Ja, so geht es einem, der die Wahrheit sagt. Genau diese Geschichte trifft auf ihnen zu. Man wird Spinner oder ein Verschwörungstheoretiker genannt. Jetzt, wo die meisten Menschen draufgekommen sind weltweit, dass die amerikanischen und auch die amerikanischen Lügen durchschaut haben, werden die noch gefährlicher, wie man sieht in der Welt. Die ihnen ist jetzt alles schon egal, diesen Aggressoren, wie wir es in der Welt beobachten können. Wir gehen mit Sicherheit den schlimmsten Zeiten entgegen, die die Welt bisher überhaupt
erlebt hat. Das bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wir fühlen das und wir spüren das. Jeder Mensch auf der Erde spürt und fühlt das. Und trotzdem habe ich eine große Hoffnung, weil ich überzeugt bin, dass dieser Planet nicht denen gehört. Dieser Planet gehört ganz einen anderen. Alles, was wir hier herum sehen, ist von Menschenhand konstruiert worden, erbaut worden. Es ist nicht von alleine entstanden. Nichts in der Welt entsteht von alleine. Deshalb ist dieser Planet, auf dem wir leben, auch von irgendjemandem konstruiert worden. Weil ohne nichts kann nichts entstehen. Und schon gar nicht dieses komplexe Universum. Man kann Gott oder auch vielleicht Außerirdischer zu ihm sagen, ganz egal, er hat eine gewaltige Macht. Und deshalb sind wir hier auf diesem Planeten nur Mieter. Mieter und sollten eigentlich die Hausordnung einhalten, die uns gegeben worden ist. Und er ist der rechtmäßige Konstrukteur dieses Planeten, hat gesagt, werdet fruchtbar und fülle die Erde. Leider haben die Menschen das falsch verstanden. Anstatt fruchtbar haben sie furchtbar verstanden. Damit sind besonders jene gemeint, die am großen Teich unten wohnen. Und wir sehen, dass sie von Tag zu Tag schlimmer und furchtbarer werden. Und der Erschaffer dieser Welt wird es aber nicht zulassen. Und da bin ich 100% überzeugt, dass sie diese Erde nicht vernichten werden. Denn es steht geschrieben, dass er vorher eingreifen wird, bevor die Menschen diese Erde kaputt machen werden. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir auf unser Gewissen hören sollen. Auf unser Gewissen, was eigentlich immer uns Recht gibt, wenn wir auf das Gewissen hören. Und dass wir auf der richtigen Seite stehen. Nicht auf jene hören und sogar jenen dienen, die heute uns in Angst und Bangen und Schrecken versetzen und morgen tot unter der Erde liegen. Fürchtet euch von denen nicht. Denn wo sind sie zum Beispiel? Wo ist ein Genghis Khan heute? Wo ist ein Stalin heute? Wo ist ein Hitler zum Beispiel heute? Deshalb seid mutig und stark, tretet weiterhin für die Gerechtigkeit ein. Und das wird, die Gerechtigkeit wird immer noch gesiegt. In diesem Sinne, herzlichen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Ja, noch einmal grüß Gott euch, liebe Freunde, liebe Menschen, die ihr da zusammengekommen seid zur 15. Montagsharmonie in Klagenfurt. Ich habe heute zwei Themen mitgebracht. Zum einen, es ist ein Wahnsinn, was die Westpolitiker machen. Gell? Also den Unsinn, was da verzapft wird, den kann man nur schwer begreifen. Und da zitiere ich zwei Politiker, von denen man eigentlich meinen könnte, die müssten es besser wissen. Das ist zum einen die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton, die da tatsächlich sagt, ich zitiere, Russland muss unverzüglich seine humanitäre Hilfe aus der Ukraine entziehen und die Städte im Osten des Landes aushungern lassen. Ja, was soll man dazu sagen? Wenn man solche Sachen hört, dann gibt es eigentlich nur eins, Fernseher abschalten und sich alternativ informieren. Es gibt im Internet viele Möglichkeiten dazu, aber ich habe noch so einen Sager. Und das ist auch keine Politikerin mit wenig Verantwortung, nämlich die Außenministerin aus Deutschland, Ursula von der Leyen. Ja, und da gibt es ja die Diskussion, werden wir die nächsten Fußball-Weltmeisterschaften in Russland und dem Katar erleben? Nach den Geschehnissen in der Ukraine wird darüber heftig diskutiert. Und Ursula von der Leyen meint dazu, im Falle Russlands, wo immer auch gespielt wird, Deutschland schickt schießendes Personal. Sie hat das als Witz gemeint. Aber ich denke, mit Menschenleben macht man keine Witze. Und da könnte man natürlich diese Liste jetzt weiterführen. Ich glaube, dass die Menschen hier auf der Straße, überall, wo sie auch sind, in Deutschland, hier in Österreich, in der Schweiz,
auch in den USA, in Kanada und in vielen Städten beginnt auch diese Friedensbewegung schon, sich zu gruppieren, dass die einen ganz anderen Blickwinkel haben, nämlich die Menschlichkeit, die Gerechtigkeit, die Empathie, die Liebe, das alles ist bei diesen Menschen im Hinterkopf. Aber es wird halt immer nach Lösungen gefragt. Ich habe etwas mitgebracht, das kann man sich durchaus anschauen. Der eine oder andere kennt das schon, das bedingungslose Grundeinkommen. Da gibt es am Internet eine Webseite dazu. Und zwar ist das die Initiative für das bedingungslose Grundeinkommen, Kärnten Koroschka. Ja, und was ist das bedingungslose Grundeinkommen? Ich habe es ein bisschen aufgeschrieben. Das bedingungslose Grundeinkommen ist nichts anderes als ein sozialpolitisches Finanztransfermodell, nachdem jeder Bürger unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage vom Staat eine gesetzlich festgelegte und für jeden gleiche finanzielle Zuwendung erhält, für die er keine Gegenleistung erbringen muss. Das nennt man dann die Transferleistung. Zumeist wird das als Finanzleistung diskutiert, die bereits ohne weitere Einkommen oder bedingte Sozialhilfe existenzsichernd wäre. Also das wäre dann wirklich im Sinne der Gerechtigkeit, weil dann wäre es ein Einkommen, mit dem man auch auskommen kann. Genauere Details bitte im Internet nachschauen. Ich kann jedem dann gerne diesen Link zur Verfügung stellen. Das ist keine ganz neue Idee. In Deutschland zum Beispiel heißt das solidarisches Bürgergeld. Es gibt das Ulmer Modell oder auch das Modell von Götz Werner. Und die auf Milton Friedman zurückgehen, die negative Einkommensteuer. In der Schweiz entwickelte die Initiative Grundeinkommen ein Modell der Umsetzung eines eben solchen Grundeinkommens. Nicht mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu verwechseln ist jedoch das Modell des liberalen Bürgergelds, dessen Auszahlungen wiederum an Bedingungen geknüpft ist. Und das ist ja so wesentlich, dass es keine Bedingung geben darf, ein Grundrecht in Anspruch zu nehmen. Und es hat jeder Mensch das gleiche Recht, ein Einkommen zum Auskommen zu haben. Unabhängig davon wieder, welcher Religion er angehört, welche Hautfarbe er hat und so weiter. Also das wäre ein Modell, über das man lange und breit diskutieren könnte. Ich möchte die Redezeit nicht überstrapazieren, also bitte schaut euch das im Internet an. Ja, und eines meiner Themen, das ich immer wieder anspreche, das sind die Medien. Ich oute mich hiermit als Putin-Versteher, weil ich der Meinung bin, dass das, was über die Medien passiert, eine unfaire, einseitige und somit nicht gerechte Berichterstattung ist. Wir hatten vor kurzem diesen humanitären Hilfszug, der von Russland aus in die Ukraine gestartet ist, und der ist von vielen Seiten heftig kritisiert worden. Ja, auf was soll man denn warten, bitte, wenn Menschen Hilfe benötigen? Soll ich da warten auf eine grüne Ampel oder soll ich da auf einen Politiker warten, der das okay gibt? Nein, das war vollkommen richtig, was da gemacht wurde. Und das ist es eben, was wir auch als Problem haben. Wir haben Grenzen. Wenn wir keine Grenzen hätten, hätten wir diese Probleme auch nicht. Wenn Menschen Hilfe brauchen, dann brauchen sie sie jetzt in der Sekunde, in der Minute und nicht, wenn es irgendeinem Politiker genehm ist. Und das kommt leider über den Medien überhaupt nicht zur Sprache. Das gleiche Problem haben wir beim Israel- und Gaza-Konflikt. Man darf nichts über Israel sagen, also oute ich mich heute als Antisemit, wenn es die Herrschaften so wollen. Wenn man es genauer betrachtet, ist das nichts anderes und man weiß, von woher das kommt,
Der große Teich wurde heute schon angesprochen, dass hier die Medien teilweise am Gängelband einer Großmacht sind, die ganz einfach Sachen streuen, um die Menschen zu verunsichern. Und dagegen wehre ich mich. Ich lasse mich nicht mehr denken. Ich versuche selbst zu denken und mir selbst ein Bild zu machen. Und das ist eine ganz gute Sache, denn dann kommt man auf verschiedene Dinge drauf, die im Fernsehen super rüberkommen, toll, perfekt moderiert sind, aber eigentlich nicht wahr sind. Als Beispiel habe ich hier noch: Kiew wirft Russland den Rechtsbruch vor. Da geht es genau darum, dass eben nicht gewartet wurde mit den Hilfsgütern, weil man gesehen hat, diese Menschen da oben brauchen die Hilfsgüter dringendst. Lebensmittel, Medikamente und so weiter. Und das Einzige, über das groß berichtet wurde, ist auf einen Verdacht hin, Putin könnte ja in diesen Lastwagen Soldaten, Gewehre und andere Dinge verstecken. Das wird er nicht tun. Denn meiner Meinung nach ist Putin einer der wenigen Politiker, die noch nachdenken. Auf der anderen Seite haben wir Politiker, die das nicht tun. Jeder kann sich sein eigenes Bild machen. Warum tun wir es dann nicht alle? Lassen wir uns nicht trennen, lassen wir uns nicht aufhetzen. Lassen wir uns nicht das Menschsein nehmen. Lassen wir uns nicht die Gemeinsamkeiten nehmen, die uns alle verbinden. Ich danke euch recht herzlich für euer Dasein. Ich danke euch recht herzlich für eure Unterstützung. Peace euch allen. Liebe Munte Demokratie, wir sind heute das 15. Mal beieinander. Ich möchte mit einem Sprichwort einleiten. Bönte Hund beißend nicht. Lernen wir endlich auch einmal beißen. Und ein paar Grundregeln dazu. Und zwar, das erste einmal ist, was im Rollstuhl da war, bei der letzten Munte Demokratie, hat von den Grenzwerten geredet. Nichts als wir Scharlatanerei und russischer Marktgeschrei. Ist da ein Hermpütz? Ist da ein Hermpütz? Nimm ich den und der Schwammelmafia den. Na, wer der Hermpütz da, wer der Hermpütz, was die Schwammelmafia genommen hat, fast keine Kazesium haben. Und der Hermpütz, das eben wie das Tschernobyl war, den ich geglaubt habe, der hat im Gegensatz zu dem von Schwammelmafia zehnfache Anana Muscuri von Cäsium gehabt, wie der Grenzwert überhaupt erlaubt war. Und könnt ihr euch das vorstellen? Zwei Schwammler nebeneinander und das eine hat kein Cäsium und das andere hat zehnmal so viel wie der Lapis. Das einmal. Und jetzt gehen wir einmal weiter. Wir leben in einer Zeit, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze geht's, wenn man die Politik liest. Arbeitsplätze, wo sind sie? Was getrieben wird, Massentierhaltung an uns Menschen. Bei den Viehern ist es schon längst verboten. Bei uns Menschen, wir selber sind wir noch so dumm und laufen in die Ballungszentren von den Höfen weg. Das muss ich mal an die Landflüchtlinge sagen. Und jetzt kommen wir zur Autarkie, zum Problem Arbeitsplatz. Die Stadtbevölkerung wächst, das Land verödet. Es wird die Zeit kommen, wo man wird müssen aufs Auswildern denken. Das Auswildern ist auch so eine Prozedur. Wir werden, wenn wir nicht wollen, so wie Hans Kudlichs Bauernbefreiung in ein Dilemma kommen, wird man da uns müssen einschulen. Und dazu ein Punkt. Schule für die Zukunft, das Freilichtmuseum. Schule für die Zukunft, die Arbeit, wie man es früher gemacht hat. Zum Beispiel der Burgbau in Friesach.
oder andere Handwerkskünste oder Arbeitstechniken, wie man sie vielleicht dort und da in die Einöden hat. Herausforderung, Chance, Nationalpark, hohe Dauern und so weiter. Dann möchte ich zur Ernährung und zum Ganzen kommen. Jeden Extremismus lehne ich striktest ab. Ob es Ernährung ist oder Politik oder sonst was. Nicht wählen hat auch keinen Sinn. Die Politiker kennt uns. Wir sind eigentlich die Arbeitgeber. Wir sollen mal die Politiker einmal bequengeln und so umdrängen, dass sie von den Konzernen abgeschnitten sind. Es hat keinen Sinn, nicht wählen. Dann liefert man die Politik an die Konzerne aus. Wir müssen mal die Politiker selber in die Hand nehmen und sehen, sagen, wo es lang geht. Und punkto, weil da das Thema Milch angeschnitten worden ist. Da möchte ich sagen, dass die Landwirtschaft und die Ernährung, man muss da sagen, da muss ich den ersten Redner ein bisschen widersprechen, ich muss da sagen, man muss alles mit Maß betrachten und alles mit gemäßigt sehen, weil früher hat der Mensch universal gelebt, universal gegessen und der ist da nicht geworden. Und heute, was ist heute? Massentierhaltung im Büro in einem kleinen Käfig eingesperrt und deswegen geht er ein. Wir müssen das Verhältnis Essen, Nahrung, Lebensstil und Arbeitsbeanspruchung ein bisschen übereinstimmen. Und wenn da keine Harmonie entsteht, kann man noch so in irgendeine Richtung extrem werden, wenn man nie den Stein der Weisen finden. Und ich möchte mich mit denen verabschieden und sagen noch, wir müssen uns selber einmal in die Hand nehmen und beißen lernen. Hallo, ich bin der Dominik. Ich bin der Sohn von der Ilona. Ich komme aus Deutschland und ich wollte was über den Frieden sagen. Frieden bedeutet nicht nur keinen Krieg zu haben, sondern auch Menschen, Tieren und der Umwelt keinen Schaden zuzufügen. Und jetzt noch kurz was über das Fernsehprogramm. Ich würde mir gut überlegen, ob ihr euren Kindern das antun wollt. Zum Beispiel im Fernsehen kommen Kriegsfilme und Tierquälereien und die Kinder denken, dadurch, dass sie das in der Realität auch machen können. Oder die Teletubbies, die haben einen Fernseher im Bauch und Kinder schneiden sich den Bauch auf, weil sie denken, sie haben auch ein Emmy. Ja, das wollte ich euch mitteilen. Noch einmal einen mächtigen Applaus für das Statement, was jetzt war. Es war echt gewaltig, gewaltig. So darf ich mich bedanken für alle Redner, was heute da waren, für alle Beiträge. Es war wirklich gewaltig heute, was da war. Danke für alle, was immer wieder da stehen, für alle, was sich immer wieder einsetzen. Man muss sagen, kostenlos, wir machen das einfach mit Herz. Es verdient da keiner was. Es ist auch keine Organisation, sondern einfach private Menschen stehen da, Bürger, die was zum Sagen haben, was sich trauen. So wie der kleine Bärschätzer, es ist gewaltig. Danke nochmal für alle, was da waren, auch für das Kamerateam. Es wird alles ausgestrahlt auf montagsharmonie.net und da kann man das nochmal anschauen. Danke nochmal und einen großen Applaus für alle. Ich darf schon wieder ankündigen, nächsten Montag wieder um die gleiche Uhrzeit um 18 Uhr. Stehen wir wieder da. Wir bleiben dran, wir halten durch, egal was passiert, bis sich etwas verändert. Und ich darf noch ankündigen, jetzt beim Augustin treffen wir uns für alle, was dabei sein wollen. Jeder ist herzlich eingeladen. Und alle, was schon heimgehen, habt eine gute Nacht noch, kommt gut heim. Und ich freue mich schon wieder auf nächste Woche echt zum Segen. Danke. Ganz tief im Dunkeln, so finster die Nacht. Tausend Gedanken um den Schlaf gebracht. Was war denn gestern? Was wird morgen sein?